Hallo, Grüße zusammen. Ich glaube, viele kennen mich ja. Ich bin wieder da. Ich habe ja 2 Monate in der Schweiz versucht gehabt, Fuß zu fassen. Hat leider nicht geklappt, aber nichtsdestotrotz werde ich versuchen, da am Ball zu bleiben. Auf jeden Fall, was ich so im Internet recherchiert hatte, was auch vielleicht für Deutschland eine Anregung wäre, da gibt es anscheinend, so wie ich im Internet mal entdeckt hatte, das Safe-Blut-Konzept, gell? Wo die versuchen, eine eigene Blutbank zu schaffen für Ungeimpfte. Ich denke, das wäre auch für uns hier in Deutschland eine Überlegung, weil ich muss ehrlich sagen, ich persönlich möchte nicht unbedingt das Blut von irgendwelchen, naja, haben. Gell? Aber das könnte jeder mal für sich so überlegen. In der Schweiz muss ich sagen, es ist doch etwas längere Zeit her, wo ich mal neu angefangen hatte. Bei mir in dem Fall über 30 Jahre. Hat sich wohl gezeigt, dass es nicht ganz so einfach war. Aber manche Details kann man dann nachher vielleicht.